Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus Litwin und ich entführe dich heute in den Lake District, Englands beliebteste Urlaubsregion. Die Anreise erfolgte am Karfreitag durch den Eurotunnel von Calais nach Dover. Zunächst kundschafte ich Englands Südküste aus. Der von vielen Palmen gesäumte Strand und der Pier von Eastbourne stimmen mich direkt in Urlaubslaune und spätestens beim traumhaften Beachy Head, den weißen Steilklippen bei Eastbourne, bin ich vollends im Urlaub angekommen. Dann mache ich mich auf den Weg Richtung Lake District. Eine entspannte Tagesetappe, die mich nach einer Autobahnetappe um London rum durch den landschaftlich bereits reizvollen Peak District National Park führt, der 1951 Englands erster Nationalpark wurde. Der bekannte Motorradtreffpunkt bei der Devil's Bridge in Kirkby Lonsdale ist quasi das Tor zum Lake District. Hier findet man immer ein paar Gleichgesinnte, um sich auszutauschen. Nachdem ich mich in Windermere in einem gemütlichen B&B eingerichtet habe, zieht es mich noch zu einer abendlichen Runde raus. Die Straßen sind entspannt leer und der Weg führt mich über verschlungene Pfade und Schotterpisten zum ersten Ziel, wo ich die letzten Meter zu Fuß an kleinen, idyllischen Steinbrücken vorbei zur Cathedral Quarry zurücklege. In dieser Höhle wurde unter anderem eine Szene für den Film Snow White and the Huntsman gedreht. Bei Wray Castle habe ich dann einsam einen malerischen Sonnenuntergang genossen, von wo aus ich eine fantastische Aussicht genieße. Am nächsten Morgen waren die Straßen Richtung Castlerigg Stone Circle wie leergefegt. Die vor ca. 4500 Jahren errichtete Steinformation ist idyllisch in den Hügeln gelegen. Einen Anblick, den ich komplett allein ohne störende Touristen genießen konnte. Diese Wollknäuel trifft man hier überall, sowohl auf Wiesen als auch auf und neben den Straßen. Hier habe ich einer Schafsgeburt auf einer Wiese beigewohnt. Die Gute hat Zwillinge bekommen. Weiter ging es zum Taylor Gilforth, einem lohnenswerten Wasserfall, den man jedoch nur zu Fuß erreichen kann. Das Motorrad kann man vor einer Farm abstellen, um dann ca. 30 Minuten dorthin zu laufen. Der Weg zum Wasserfall durch das Tal hat mich von den Farben und der Bergformation her an Glencoe in Schottland erinnert. Der kurze Fußmarsch hat sich mehr als gelohnt.
Über den herrlichen Windletter Pass ging es an ein paar Seen entlang zur irischen See Richtung Maryport. Ich war entsetzt. Anstatt Strand gibt es hier nur massig Industrie und etliche Windräder. Erst hinter Whitehaven wurde es besser. Hier bin ich an den Steilklippen entlang gewandert. Bei klarer Sicht kann man von hier aus die Isle of Man und Schottland sehen. Der fantastische Weg zum See Westwater ist phänomenal schön. Der Weg schlängelt sich hier am See entlang, dass man einfach nicht genug davon bekommt. Bei der Delgarth Station kann man mit einer Miniatur-Dampfeisenbahn fahren. Am Hardknott Pass habe ich mir die Grundmauern eines römischen Forts angesehen, welches exponiert in den Bergen nur wenige Meter von der Straße entfernt liegt. Leider gibt es keinen befestigten Weg hierhin und der Boden ist stellenweise sehr morastartig, sodass ich mehrmals knöcheltief eingesackt bin. Aber immerhin entschädigt der Anblick die Mühen. Wenn man hier vorbeikommt, lohnt es sich reinzuschauen. Danach folgte mein absolutes Tageshighlight, der Hardknott Pass. Zum einen ist er ein optischer Knaller, zum anderen ist er alles andere als leichte Kost. Die teils sehr schmale Passstraße windet sich mit engen Serpentinen und teils extrem steilen Auf- und Abfahrten über die Berge. Da kann kaum ein Alpenpass mithalten. Dadurch, dass hier im Lake District alles so dicht beieinander liegt, hat man ein Highlight nach dem anderen und hat am Abend ein ganzes Füllhorn an Eindrücken und Erlebnissen zu verarbeiten. Bei der Fahrt am nächsten Morgen zum Hayswater Reservoir kam ich mir vor wie in einem postapokalyptischen Endzeitfilm. So ausgestorben waren die Straßen. In den knapp 2 Stunden sind mir nur 2 Autos entgegengekommen. Der Weg führte mich entlang an schier unendlich vielen Steinmauern, die allesamt akkurat ohne Mörtel aufgetürmt wurden. Der erst 1929 mit einer 29 Meter hohen Staumauer angelegte Stausee Hayswater Reservoir punktet mit seinem ursprünglichen Charme. Hier gibt es keine Häuser oder sonst was. Am Ende der dorthin führenden Sackgasse habe ich meine BMW abgestellt, um etwas in den Bergen zu wandern. Der Aufstieg war sehr steil und bei mittlerweile 20 Grad Celsius ganz schön schweißtreibend. Aber für die Aussicht lohnt sich der Aufwand.
Weiter ging es über schmale Wege und einen kleinen Pass in Richtung Aberforth. Der spektakuläre Wasserfall, der nur 3 Gehminuten von der Straße entfernt im Wald liegt, ist ein Pflichtbesuch. Der Weg ist vom Parkplatz aus ausgeschildert. Wirklichen Fahrspaß hatte ich dann auf dem Kirkstone Pass, der zweispurig ausgebaut ist und mit vielen weiten Kurven zu traumhaften Schräglagen einlädt. Der Weg ist wie für Motorradfahrer geschaffen. Nachdem ich 2 weitere Seen umrundet hatte, folgte für mich mein Tageshighlight, die karge Region um Ulfa. Die Straße, die mit leichten Schlenkern durch die baumlose Einöde führt, erinnert mich an die schottischen Highlands. Selbst die Passing Places sind hier und im Lake District auch nur hier ausgeschildert. Das Ganze versprüht einen herrlich einsamen Charme. Generell hatte ich den Eindruck, als wäre der Lake District eine Miniaturform von Schottland, da hier viele für Schottland typische Landschaftsbilder so dicht beieinander liegen. Wieder an der Küste angekommen, kam erneut die Ernüchterung. Die Küstenregion wird hier sträflich vernachlässigt. Kein Wunder, dass man in dieser Region in den Lake District und nicht ans Meer fährt. Mit etwas Mühe konnte ich dann aber doch noch ein paar schöne Flecken an der irischen See finden. Pünktlich zum Sonnenuntergang war ich dann zurück in Windermere, um noch ein paar stimmungsvolle Bilder vom See einzufangen. Am nächsten Morgen zog es mich in den östlich vom Lake District angrenzenden Yorkshire Dales National Park. Hier wird das Landschaftsbild von mächtigen Viadukten geprägt. Der 24-bogige und 32 Meter hohe Ribblehead Viadukt. Der Abstecher in Englands längste Showhöhle, der White Scar Cave, war nicht so imposant wie erwartet. Von dem über 7 Kilometer langen Höhlensystem sind ca. 800 Meter in einer Führung zugänglich. Meist läuft man durch einen schmalen und stellenweise nur 1,2 Meter hohen Gang. Neben 2 Wasserfällen gibt es am Ende einen großen Raum mit vielen dünnen Stalaktiten, die im Dunkeln fluoreszierendes Licht abgeben. Dann ging es in die entlegenen und einsamen Regionen der Yorkshire Dales, die sich optisch sehr vom Lake District unterscheiden. Ich kam mir vor, als würde ich durch eine Karl-May-Kulisse fahren.
Am nächsten Tag mache ich mich dann so allmählich auf Richtung Newcastle. Da ich aber noch viel Zeit habe, konnte ich etliche Umwege einplanen. So besuche ich hier den Hadrianswall, der sich aus der Luft betrachtet meilenweit an den Felshang schmiegt. Die Fähre nach Amöden bringt mich dann in heimatliche Gefilde, wo ich mich am Tynemouth Castle wehmütig von England verabschiede. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Reisebericht gefallen. Und vielleicht hast du ja selbst mal Lust, in den Lake District zu fahren. Wer nur ein paar Tage Zeit hat, ist hier deutlich besser bedient als mit Schottland.